Hi, ich bin Rebecca vom Global Nature Fund und ich bin in Frankfurt am Main an der Nationalen Konferenz für Biodiversität im Lebensmittelsektor. Und bei mir steht... Ja, ich bin der Ralf. Ich koordiniere den Verein Food for Biodiversity, der sich vor 2 Jahren gegründet hat. Und wir haben uns zur Aufgabe gestellt, das Thema Artenvielfalt entlang von Agrarlieferketten in den Blick zu nehmen und die Biodiversitätsleistung des Lebensmittelsektors zu verbessern. Dafür haben wir heute eine Konferenz hier, die gestern schon gestartet ist, also passend zum Internationalen Tag der Artenvielfalt. Und wir haben etwa 80 Teilnehmende hier, bunt gemixtes Publikum, tolle Themen, tolle Referenten, Referentinnen, interessante Diskussionsrunden und werden jetzt dann heute Nachmittag ziemlich aufgeladen mit Energie wieder nach Hause fahren. Okay, du hast schon einiges angesprochen. Warum sind wir hier? Warum habt ihr euch heute zu dieser nationalen Konferenz getroffen? Es ist halt wichtig, dass man die Erkenntnisse miteinander teilt, in der Diskussion ist, dass man den Lebensmittelhandel dabei hat, auch die großen Produzenten. Wir haben Standards dabei, die ihre Expertise natürlich auch mit in den Ring werfen. Und es ist halt einfach unheimlich wichtig, wenn man die Biodiversitätskrise aufhalten möchte, dass man alle möglichen Stellschrauben identifiziert und sie dreht, um den Bereich im Lebensmittelsektor sozusagen biodiversitätsfreundlicher zu gestalten. Jetzt sind wir ja schon 2 Tage hier. Was ist so das Wichtigste, was du mit nach Hause nimmst? Das Wichtigste ist, dass man nicht einen einseitigen Blick auf die Problematik werfen kann, sondern dass man die gesamte Lieferkette im Blick haben muss, dass man auch die Politik mit einbeziehen muss, weil da Entscheidungen gefällt werden, die weitreichende Konsequenzen haben, auch was das Thema Agrarpolitik zum Beispiel betrifft oder was das Thema wahre Kostenpreise, Steuern etc. betrifft. Das ist ein sehr, sehr vielschichtiges Themenfeld, in dem wir unterwegs sind und da braucht es halt ganz viele unterschiedliche Akteure, die mithelfen, diese Krise aufzuhalten. Jetzt habt ihr euch die letzten 2 Tage schon getroffen. Was sind die nächsten Schritte, die jetzt kommen? Also im Moment führen unsere Mitglieder Pilotprojekte durch, wo sie ein Basisset von Biodiversitätskriterien auf den Prüfstand haben sozusagen. Mit den Erkenntnissen aus diesen Pilotprojekten wollen wir das Basisset nachschärfen und in eine 2. Auflage gehen sozusagen. Ziel ist es, dass die Erkenntnisse, die in diesen Pilotprojekten gewonnen werden, auch perspektivisch in die Veränderung von Einkaufsvorgaben oder von Standards einfließen, um verpflichtende biodiversitätsfördernde Kriterien dann auch in Zukunft zu haben. Okay, super. Ich danke dir, Ralf, für deine Zeit und wünsche noch einen schönen Nachmittag. Dir auch. Dankeschön. Danke.